Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei iTunes unter Windows die Mediathek verschieben könnt auf zum Beispiel eine externe Festplatte, einen USB-Stick oder auch zum Beispiel auf ein NAS-Netzlaufwerk. Zunächst öffnen wir uns einmal kurz iTunes. Genau. Dann gehen wir einmal auf Bearbeiten und auf Einstellungen. Die Oberfläche ist auf den ersten Blick identisch mit der unter macOS. Dann gehen wir auf Erweitert und haben hier unten die iTunes Mediathek. Die ist standardmäßig auf C, in dem Fall bei mir auf der SSD. Genau, dann gehen wir einmal auf Ändern und dann läuft das eigentlich genauso ab. Wir gehen einmal auf dieser PC, dann können wir unsere Netzlaufwerke anzeigen lassen und auch unser Laufwerk. Dann werden wir es jetzt einmal testweise mal auf den USB-Sticks packen, gehen auf Ordner auswählen und klicken dann auf OK. So, dann können wir es uns anschauen, ob er es auch da drauf gemacht hat. Wir sehen, wenn wir jetzt auf den USB-Stick gehen, hat er automatisch die Ordner angelegt. Ähnliches funktioniert auch mit NAS. Gehen wir auch mal kurz drauf. Sieht man jetzt, ist es F. Und dann kann man ja auch gleich sagen, direkt reinkopieren lassen, vor allem mal zum Beispiel Sachen anzeigen, hinzufügt. An sich nicht so wichtig. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Ändern und wählen dann statt F jetzt einfach mal zum Beispiel meinen Ordner aus. Dann machen wir hier noch einen Ordner. Test 1. Gehen auf Ordner auswählen. Klicken wieder auf OK und dann können wir uns das nochmal anschauen, indem wir einmal kurz auf Mein Name, Test 1 gehen und wir sehen wieder das gleiche. Das heißt, an sich sinnvoll ist es immer auf dem USB-Stick oder externe Festplatte, da durch Netzwerkprobleme es dazu führen kann, dass eure iTunes-Mediathek gar nicht mehr erreichbar ist. Als Beispiel NAS ist aus, Festplatten vom NAS sind kaputt oder ähnliches. So, das wäre es gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!